So, einmal schön Parmesan reiben. Die sogenannte Küchen-Allzweckwaffe. Meine Lieben, es gibt einen Carpaccio 2.0 à la Christian Henze mit crunchy Parmesan. Pass auf, ihr macht es so wie ich. Ihr reibt diesen frischen Parmesan auf ein Backblech, auf ein Backpapier, gebt dazu ein bisschen Rosmarin, heizt euren Backofen auf 175 Grad vor und packt das Ganze so, wie es ist, in den Ofen 8 Minuten roundabout und dann kommt sowas dabei raus. Ja, das ist ein richtig schöner, knuspriger Parmesan. Jetzt zum Carpaccio. So. Wie gesagt, ich mache das mal so ein bisschen anders. Das ist ein wunderschönes Stückchen Rinderfilet. Das wird einmal halbiert und dann, schau mal her, eine Klarsichtfolie oder so ein Vakuumierbeutel. Und dann wird das Ganze geklopft und zwar schön mit Gefühl. Achtung, Kameramann, geh in Deckung. Mit Gefühl. Okay, so macht man Carpaccio. So, jetzt schau mal her, die Folie abziehen und das Fleisch auf den Teller ziehen. So, bestes Rinderfilet, auf das Rinderfilet, muss ich euch zeigen. Kommen meine Helden hier, hierher, in Love. Ja. Vanillesalz und schöner Pfeffer. Ja. Einmal würzen, einmal geschoteter Pfeffer, aller Henze. Das Vanillemeersalz, bestverkauftestes Produkt, muss ich einfach mal sagen, aus dem Shop. Ja, Vanillemeersalz ist einfach brutal. Ja. Für Gemüse toll, für Fleisch toll. Aber das Beste kommt jetzt erst noch. Auf das Carpaccio, ja, auf dieses schöne Rinderfilet, kommt etwas Frischkäse. Doppelrahmfrischkäse, gell? Nicht geizen mit den Reizen. Den Doppelrahmfrischkäse schön verteilen. Schön an den Rand heraus. Dann kommt der Parmesan. Ja, so wie gesagt, wenn der aus dem Ofen rauskommt, braucht er ein paar Minuten, dann ist er schön crunchy. Und ihr müsst aufpassen, dass der so aussieht, ja, dass er nicht zu dunkel wird. Das geht wirklich schnell und dann wird er bitter. Und diesen gecrunchten Parmesan, Bernd, komm hier rüber, der kommt hier rauf. Okay, noch ein bisschen. Boah, das riecht schon geil. So, und dann, Achtung, ich muss mal in den Gefrierschrank. So. Seid ihr bereit? Ja. Meine Allzweckwaffe, die beste Reibe der Welt. Das sind Chilis, gefroren. Und die gefrorene Chili, die kann man hier rüber reiben. Nicht so schwer, gell? Und jetzt, Achtung. Wird das Ganze aufgerollt. So. Schön vorsichtig. Und wenn das aufgerollt ist, kommt das auf ein Brett und wird aufgeschnitten. Das ist wirklich mal was anderes, aber wenn ihr Carpaccio mögt, müsst ihr das unbedingt mal probieren. Das ist wirklich absolute Breitseite, sehr genial. Und wenn das angerichtet wird, ich mache das gerne einfach so ein bisschen Blattpetersilie, so als Bett. Und jetzt das Carpaccio hier so anrichten. Da kann man das so schön mit der Gabel schnabulieren. Oben drauf, Freunde der Nacht, ja, muss ein bisschen Werbung machen. Geiles Olivenöl und besser Balsamico-Sirup. So, für die warmen Tage. Oh, hätte ich fast vergessen. Komm, ein bisschen so Mozzarella-Kügelchen noch. Hier, sieht man gut, gell? Weißer Adler auf weißem Grund. So, Achtung, und das ist nicht irgendwie so eine Plörre aus dem Supermarkt, sondern das ist wirklich absolut geiler Balsamico eingekocht. Ja? Bester Essig, eingekocht, kostet auch ein bisschen was, aber das ist wirklich fantastisch, phänomenal. Ich würde mal sagen, Christian Henze Carpaccio 2.0. Die Zutaten bekommt ihr im Supermarkt oder Essig, Öl und Gewürze, schaut mal in den Shop. Versand kostenfrei mit einem Buch. Würde mich freuen. Guten Appetit. Carpaccio 2.0.